Musica wird Ihnen präsentiert von Rolex. Sie ist ein Meilenstein zeitgenössischer Opernregie, die Elektra-Inszenierung des verstorbenen Meisterregisseurs Patrice Chéroux. Anlässlich seines 5. Todestages führt die Mailänder Scala das Meisterwerk von Richard Strauss wieder auf. Die deutsche Sopranistin Ricarda Merbeth gab ein bewegendes Debüt in der Hauptrolle. An dieser Elektra fasziniert mich natürlich diese Rache, diese Rachegedanken, die sie hat im Monolog. Das ist ja eine unglaubliche Spannweite von Gefühlen, die die Elektra innerhalb von diesen 100 Minuten erlebt. In der einaktigen Oper von 1909 dreht sich alles um Vergeltung. Basierend auf der griechischen Tragödie erzählt sie die Geschichte von Elektra, die sich für den Vatermord an ihrer Mutter rächen will. Das ist im Grunde genommen eine Tragik, dass der eine Mord den anderen Mord nach sich zieht. Und das ist wahrscheinlich ein Grund, weswegen man das auch sehr gut empfindet, dass diese Frau einen Zwang hat. Und der Zwang ist, diese Mörderin und den Mörder ihres Vaters umzubringen. Ein Schlüsselmoment ist die Szene, in der Elektra ihren lang verlorenen Bruder Orest wieder trifft. Interpretiert vom deutschen Bariton Michael Volle. Auf ihn wartet sie ja die ganze Zeit. Und nun ist er endlich da und jetzt soll er töten und soll ihre Rache, ihren Plan vollbringen mit dem Beil. Trotz diesem drohenden, blutigen Schicksal ist es eine unglaublich zärtliche Situation, die auch natürlich wieder einem leicht gemacht wird durch die Musik von Strauss. Und dann muss man sich nur fallen lassen. Patrice Chéroux konzentriert sich auf die Seelenqualen seiner zerrissenen Figuren. Es war die letzte Inszenierung des visionären Regisseurs. Der war ja so anscheinend, sagte Daniel Barn bei mir, der viel mit ihm gearbeitet hat. Er war, obwohl er nicht von der Musik kam, unfassbar inspirierend. Mit schwerster Musik, Tristan und Isolde, Wozzeck, Elektra. Und er hat einfach, weil er so ein Mensch der Bühne, des Bildes, der Bewegung, ein Universalkünstler und Genie war, hat er so viel zu sagen gehabt und hat eine Stimmung geschafft, die überhaupt nichts Opulentes braucht. Ende der Elektra endet wieder in einem Tanz, wie beim Monolog. Sie möchte so gerne nochmal tanzen und dann sterben. Patrice Chéroux wollte diesen Ausdruck haben, dass sie aus diesem Tanzen wollen, nicht tanzen können, in diese unendliche Leere verfällt. Musica wurde Ihnen präsentiert von Rolex.